Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zur Live-Version des allerersten Spieltags der German Pokémon League Season 6. Ich hau den Giftdieb raus und Anti-Giftbeere. Hat er nicht. Hat er nicht. Sehr schön. One hit down. Ich glaube, ich beweise jetzt mal Eier. Ich weiß, ich könnte jetzt hier Panzer-Eron riskieren. Sei es drum, aber ich glaube nicht, dass er Flammenwurf drückt. Was wird ein Spukball machen? Also es wird das auch nicht, das wird er auch nicht drücken, wenn Type 0 rankommt. Da würde er eher eine Feuerattacke drücken. Ich drücke Wirbelwind. Mal gucken. Richtig predicted. Sehr gut. So eine Feuerattacke mit Step, aber das macht trotzdem nicht so viel, wie ihr sehen könnt. Soll seinen Boost bekommen. Ich drücke Wirbelwind und tschüss. Endet der plus 0. Und die Handschellen liegen ja, wie gesagt. Panzer macht hier einen guten Job, muss ich sagen. Da ist die saure Gurke. Spielt er Ruckzuckieb? Spielt er echt Ruckzuckieb? Weil sonst hätte das keinen Sinn gemacht, dass er das macht. Wenn er echt gechoiced ist und Ruckzuckieb spielt. Das will ich jetzt nicht riskieren. Ich möchte gerne meinen Schraubus noch behalten, gerne. Dann mache ich folgendes. Ich opfere jetzt mein Typ 0. Das will ich jetzt tun. Weil das brauche ich am allerwenigsten jetzt. Schraubus will ich das brauchen. Jetzt, wenn jetzt ein Ruckzuckieb kommt, sonst macht das gar keinen Sinn, was er gerade gemacht hat. Weil er opfert jetzt nicht ein Pokémon, um das gleiche nochmal reinzuholen. Ja, da ist er. Überlege ich es noch. Ich werde jetzt Krambo reinholen. Es gibt gar keinen Schaden und kann Erdbeben drücken, das reicht safe aus. Auch nicht auf den Knutter, weil da könnt ihr missen. Dann könnte ich Krambo jetzt den Kill mit dem Erdbeben. Oh mein fucking Gott, Leute. Wir haben das Spiel noch gedreht. Mit Rohr kommt. Quick Attack reicht nicht aus. Definitiv nicht. Erdbeben. Erdbeben gedrückt. Ruckzuck gekommt. Muss er. Reicht bei weitem nicht aus, Erdbeben kommt. Und Terrakium ist down. Und wir machen das Ganze hier vor uns aus mit dem 3 zu 0. Oh mein fucking Gott. Er kann Verhöhner. Will den drücken sogar. Soll ich auf Sturzflug gehen? Macht das Sinn? Ich glaube ja. Los mit Skarmory. Oh, ich muss echt so dringend aufs Klo, ne? Das ist sehr schlimm. Brave macht echt so viel Damage. Ich werde jetzt auf Bravebird gehen. Ich vermute tatsächlich einen Verhöhner. Es könnte echt einer kommen, aber selbst dann kann er sich nicht riskieren. Er braucht das halt gegen Salga, dieses Pokémon. Es kommt echt der Verhöhner. Oh mein Gott. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Oh, das macht Damage. Jetzt die Frage, was du für ein Set hast. Oh, den Verhöhner habe ich kommen sehen. Gerade mit der Hälfte, das ist komplett für die defensiv. Oh shit, mit Überreste, Graserzeuger, etc. Georgi ist tot, das heißt Schwabers kann die Reste erledigen. Bin schneller, mach Erdbeben, es stirbt ein Pokémon seinerseits. Das Ding muss jetzt tot sein. Georgi ist tot. Oh mein Gott, er hat nur noch sein Entei. Ich habe nur noch meinen Schwalboss. Das holt er logischerweise rein. Das kriegt Handsteinschaden. Ruckzuck geht down. Er ahnt den Ruckzuck, glaube ich, nicht. Nein. Ich opfere jetzt meinen Salgard, logischerweise. Gegen seinen Entei. Ich gewinne das Ganze dann 1 zu 0. What the fuck? Das ist noch das Falsche. Moment. Mein Herz, Guys, mein Herz. Mein fucking Herz. Wobei, ich kann, wenn ich lieber auf Sinnmäuse sicher gehen will, gehe ich lieber auf Schwalboss, falls es doch nicht reicht, wenn ich noch nicht geheilt bin hier. Ist mir vielleicht doch lieber sicher. Nur um absolut sicher zu gehen, dass er kein KP-Investment spielt. Ja. Das werde ich tun. Ich hol Schwalboss rein, opfer das, hol Salgard wieder rein, drück Turbo-Tempo. Falls er wirklich KP-Investment spielt. Ich opfere Schwalboss, hol Salgard wieder rein, drück Turbo-Tempo, tot. Dann war's es, dann haben wir 1-0 gewonnen. Drückt auf den Eisenschädel. Gut, das überlebe ich nicht, klar. Aber Eisenschädel. Was hat er denn da erwartet? Hat er jetzt aufgegeben? Er ist gescarft, ich gehe jetzt auf Turbo-Tempo und warten. Da war's das. Jetzt nicht verdrücken, es ist die letzte Runde. Kampf, Turbo-Tempo, tot. Wir haben gewonnen. Oh,
mein Gott! Wir haben 1-0 Tabasco besiegt. Es war kein 60-Minuten-Kampf. Es war motherfucking spannend. GG. Bullet Punch übrigens würde... Wobei, wenn ich jetzt Scheißband wegrechne... Na doch. Er ist jetzt plus 1, das heißt Bullet Punch würde jetzt reichen. Insofern muss ich jetzt so das Ruhr-Erdbeben drücken, komm mal was wolle. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch tun. Hat er Patroni drauf? Hat er drauf. Und das wird jetzt nämlich reichen aufgrund des plus 1 Boostes. Nein! Ich überlebe es, Gott sei Dank. Oh Gott. Okay, aber das wird ihm nicht mehr helfen. Doch, die Antibohnen wäre drauf. Ich habe sie erwartet. Komm, das muss jetzt aber reichen. Reicht. Metagross ist tot. Gut. Sehr, sehr gut. Die reicht safe aus. Und auch Pazio hat natürlich keine Chance gegen Elektro-Pokémon. Richard, das ist... Doch, das ist Victini. Nee, das ist... Oh, nee. Barkley war was anderer. Guck mal. Jetzt können wir noch die Chance nutzen. Bedrohung kommt. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Zitterorb aktiviert sich. Ich bin plus 1. Ich spiele dich ganz safe. Und ich bin plus 4, will ich nur mal sagen. Geil, Leute. Geil. Sehr cool. Schön, dass es zumindest funktioniert. Freue ich mich. Circuitry. Also ich brauche das, glaube ich, nicht mehr kalken, wenn ich plus 4 bin. Und er eben keinen Scarf hat. Ich renne mal ganz kurz plus 4. Plus 1. Ne, Moment, ich bin... Doch, ich bin plus 4 natürlich, logischerweise, wegen Destin Boost und plus 1 wegen Dings, klar. Da kann ich jetzt auch Destin gehen drücken mittlerweile. Wobei, wenn es wirklich ein defensives Set ist, da will ich jetzt aufpassen. Wird Destin nicht richtig erreichen, aber eine HP Water wird auch reichen. Und die werde ich jetzt, ups, sorry, auch drücken. Die ist sehr effektiv. HP Water habe ich extra für den Fall mit dabei. Falls es ein defensives Set ist oder auch mit Assault Burst irgendwas in der Art. Aber Assault Burst kann er nicht haben, weil er Tarnstände gesetzt hat. Kraft des Wasser kann kommen. Ja, kein Antibär logischerweise. Das wäre natürlich dann extrem interessant. Aber gut, Ding ist tot. Best in Boost bin plus 5. Aber ich kann sein Voltenso trotzdem noch nicht outspeeden. Oder kann ich das? Kann ich das? Kann ich sein Voltenso outspeeden? Moment, habe ich das falsch gekalkt? So, sein Dings rein, klar. Ich kriege dann immer Toxinschaden. Reicht das schon aus gleich? Müssen wir dann mal gucken. Ich gehe jetzt auf Save auf den Donnerblitz, ist natürlich klar. Oh Leute, kann ich das schaffen? Überlebe ich dieses eine Toxin noch? Ich gehe jetzt natürlich Save auf den Donnerblitz. Donnerblitz mir gekommen. Und das Ding vernichten. Bitte überlebt das noch. Also ich überlebe das hoffentlich noch. Victini ist tot. Crit sogar. Überlebe bitte dieses Toxin noch. Ich bin plus 6. Ich überlebe es nicht mehr. Dann war es das. Schade, schade. So, komm, ich gehe jetzt noch auf Wutanfall. Ist mir egal. Drück auf Irrlicht, dann ist es vorbei. Oder nicht, weil er genau jetzt die Fullpower kommt. Tom, jetzt hole ich alles wieder nach, Leute. Wir sind noch drin. Nein, Kalfel ist mit Eissplitter drin. Geil, hätte ich das vorgeahnt. Das sind immer 6-0. Gut, wow. Cool. Und Granbull wird sich jetzt so verabschieden, das ist klar. Das weiß er, glaube ich, auch. Bitte trifft. Oh, mein Gott, es tut mir leid. Ah, oh, fuck. Schillerbell ist down. Oh, das war so wichtig. Oh, da geht schon wieder so ein Miss. Ah, oh, gut, ich habe natürlich auch gemisst hier und da. Ist auch scheiße ärgerlich. Gut, der Toxin war jetzt nicht so wichtig und geht's nochmal ins Niveau nach. Jetzt gucke ich gerade, ob das war, glaube ich, gerade ausschlaggebend. Weil wenn ich mich jetzt opfer, kann ich dann notfalls in Voltian gehen. Ah, nee, das werde ich nicht tun. Doch, werde ich tun. Doch, das werde ich dann tun. Ich bleib drin. Selbst ganz sicher drin. Wobei ich lieber auf den Feuerschlag, glaube ich, gehe, statt auf den Klunder, weil ich habe jetzt echt Angst, mit Klunder zu missen. Das kann nämlich sehr gut passieren. Steinheld natürlich auch, aber Feuerschlag ist, glaube ich, der sinnvoller. Auch wenn es ein Rotom nicht gehen sollte. Ich gehe auf den Feuerschlag. Der trifft diesmal. Aber da er diesmal nicht minus 1 ist, wird das auch ausreichen. Nein, wird es nicht. Und der Feuerschlag wird reichen. Holy shit, Granbull, du bist ein Biest. Oh, Granbull. Oh. Oh! Crit! Oh mein Gott! Wow, wow, wow! Okay, der kam jetzt zum Ende. Leute, Sieg! Das war ein 4-0. Dann critten wir ihn auch noch. Oh, es tut mir...
echt wirklich leid, muss ich sagen. Lieber Richard, tut mir leid, dass das jetzt noch so hexy wurde am Ende. Aber hey, Leute, Wahnsinn. Das war unser allerletzter Spieltag. Darf ich das nochmal sagen? Unser allerletzter. Ich speichere nochmal schnell. Von mir aus in der GPL. Und wir konnten uns mit einem Sieg noch belohnen. Unser dritter Sieg diese Season. Immerhin nochmal was. Für diejenigen, die noch Fragen irgendwas haben, die können uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde darauf versuchen zu antworten. Und dann sehen wir uns entsprechend dann beim nächsten Video dann wieder, was das GPL-Fazit betrifft. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Wie gesagt, spätestens dann beim Video. Ansonsten war es das von mir aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Also bis dann und auf Wiedersehen.